Ja, ein besonderer Tag geht zu Ende. Und zwar langsam oder schnell, wie auch immer, ja. Sehen Sie es, wie Sie es möchten. Es war die Premiere heute hier der RMC Club Sport Serie, der neuen RMC Club Sport Serie, muss man sagen, in Wackersdorf, hier im ProCard Raceland. Und zwar haben wir 10 Fahrer hier bei der KZ2, bei der Getriebe- bzw. Schalterklasse. Die Fahrer werden für gewöhnlich nicht wie alle anderen Klassen, weil die eine Fliehkraftkupplung haben, sondern in diesem Fall wirklich eine richtige Kupplung haben, nicht im Stand starten. Deshalb sind die Starts ebenso bei Kartfans beliebt. Auf der Pole Position wird stehen Pascal Drewing aus Loma, und zwar vor Tizzi Gavett auf der 2. Robert Kindervater, ja, ist im ersten Rennen Dritter geworden. Er will natürlich, dass es besser wird. Ja, Podest ist super, aber es kann natürlich ja immer noch eine Verbesserung geben. Zweiter oder erster Platz, das ist sein Ziel. Er wird, wie gesagt, aus der zweiten Startreihe von 3 starten, neben oder vor Alessandro Perla mit der 677 aus Stockach von Formula K bei Perla Racing. Dazu haben wir auf dem 5. Startplatz Marius Grauer aus Wildstedt von Nes Racing, gefolgt von Maximilian Malkus auf der 6. Kartsport Klim stellt Konrad Bayer oder schickt Konrad Bayer ins Rennen mit der 699. Auf der 7 wird er stehen, vor Dennis Wirth auf der 8 aus Caution Boy von Van Gerden Racing. Nils Grünenberg ist dabei. Ich hoffe mal, dass er dabei sein wird. Im ersten Rennen war er nicht am Start, genauso wie Pedro Regera, der von der 10 aus starten würde. Also es könnte sein, dass wir hier nur 8 Fahrer haben. Also, alles gut gelaufen. Oh, und das war wirklich ja, der sprichwörtliche Ritt auf der Kanonenkugel. Ich glaube, das war Robert Kindervater, der da ganz schön ins Schleudern gekommen ist und über die Curbs drüber gefahren ist und da wirklich echt arbeiten musste. Aber alles ist gut gegangen. Alle 10 Karts sind ordentlich durch die ersten Kurven gekommen. Allen voran hat Tim Mika Metz, der sich ja neben dieser Situation mal eben die Führung geschnappt hat, wenn ich das richtig sehe. Ja, Rauer ist das. Ich sehe auch, Rauer ist das. 6 ausgestartet, nee, von 5 ausgestartet war, ist jetzt vorgefahren auf die erste Position. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen verwundert, das habe ich gar nicht gesehen. Frage ich mich, wie er es gemacht hat, er sich da hingebeamt oder wie hat er das gemacht? Also, Tim Mika Metz ist jetzt aber vorne, da gab es nochmal eine Verschiebung von Pascal Drewing und Rauer. So lautet jetzt die Top 3, die sich wahrscheinlich gleich nochmal ändern wird. Robert Kindervater auf 4 mit der 6,48. Gefolgt von Perlau 5, Malko 6, Wirth 7, Bünnenberg 8, Regera 9 und auf Position 10 haben wir Bayer, Konrad Bayer, der von 7 gestartet war, hat da 3 Plätze verloren. Aber ich denke, jetzt sind wir dabei, dass wir so langsam den Durchblick haben hier. Timmiger Metz vor Pascal Drewing, vor Rauer. Also Rauer hatte da wirklich anscheinend einen fulminanten Start, so schnell konnte man gar nicht gucken, da war er schon ganz vorne. Aber nur kurz, es war nur ein kurzer Moment. Timmiger Metz hat natürlich sofort zurückgeschlagen und Pascal Drewing sich auf 2. Also es ist noch alles drin, wobei man sagen muss, dass Timmiger Metz und Drewing ja schon relativ gut vorne sind mit 1,3 Sekunden ungefähr, haben sie die Führung beide. Und eng geht's auch zwischen Perla und Rauer zu, Rang 4 und Rang 5. Schauen wir nach vorne, Timmiger Metz. Pascal Drewing ist übrigens etwas schneller unterwegs als Timmiger Metz. Pascal Drewing hat sich jetzt die Führung auch geholt. Er hatte sowieso schon die schnellste Zeit gefahren, das wollte ich noch sagen. 9,33, die schnellste Zeit des Feldes. Und die hat er umgemünzt in, ja, eine Spitzenposition. Er ist der neue Führende. Hier kommt Pascal Drewing vor Tim Mika Metz und Robert Kindervater. So lautet die neue Top 3. Alessandro Perla auf 4, Rauer 5, 4
auf 6. Dahinter Malkus auf der Position 7. Günnenberg 8, Regiert 9 und Bayer 10. Also, ja, kompakte Gruppe, die wir hier haben, übersichtlich 10 Fahrer. Das passt. Und so langsam aber sicher zerrt sich das Feld ein bisschen auseinander. Robert Kindervater knackt den Rekord, den Rundenrekord von Pascal Breving mit 48,276 Sekunden. 48,276 Sekunden lautet jetzt so die Richtzeit. 48er Zeiten, ja, fast alle, sage ich mal, bis auf wenige Ausnahmen. Günnenberg, Regera und Bayer, die halten sich zurzeit noch mit 50er-Zeiten auf. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Zehn Minuten verbleiben noch. Und ich würde sagen, wir beobachten einfach mal ein Kart. Ja, fährt an die Seite. Ein Pilot zeigt mit Handbewegung, dass es vorbei ist. Steigt aus. Und ja, quittiert damit seinen Dienst. Das ist Malkus mit der 688, der sein Kart abgestellt hat. Maximilian Malkus aus Homberg allerdings. War ja gar nicht mal so schlecht dran, war von der sechsten Position aus gestartet, also Mittelfeld, da wäre sicherlich ein bisschen was drin gewesen, aber irgendwas passt nicht und deswegen ist für ihn das Rennen vorzeitig gelaufen. Somit haben wir noch 9 Fahrer auf der Strecke hier im zweiten Wertungslauf im letzten Rennen des heutigen Tages. Wir liegen ausgesprochen gut in der Zeit. Für manche, die vielleicht ja, noch 4 Stunden heimfahren müssen, zum Beispiel, trifft sich das ja ganz gut. Aber es gibt natürlich auch einige, die mit dem Wohnmobil da sind, die schlafen dann einfach nochmal hier. Es sind ja sowieso Osterferien, wie ich gehört habe, also dürfte das halbwegs ein Problem sein. Zumindest die zur Schule gehen. Also, Pascal Breving in Führung liegend, der Vorsprung bleibt relativ konstant. Gleichbleibend 4 Zehntel. Es pendelt sich immer so ein bisschen ein zwischen 3,5 und 4,5 Zehntel, sage ich mal. Robert Kindervater auf 3. Perla 4, Rauer 5, wird auf der 6. Also Rauer hat er ganz kurz mal Siegesluft durchschnuppern wollen. Marius Rauer aus Willstedt von Nice Racing. Hatte ja ganz kurz mal den ersten Platz innegehalten, aber war wirklich nur eine kurze Liaison. Dann war es schon wieder vorüber. Jetzt ist er wieder auf 5 und gestartet. Ist er auch von 5, also alles beim Alten, zumindest was das Rennen für ihn betrifft. Tim Mika Metz mit einer neuen Rekordzeit 47,474. Ich wiederhole, 47,474. So eben gefahren von Tim Mika Metz mit der Startnummer 612. So, leichte Tendenz zum Näherkommen für Tim Mika Metz. Abstand zwischen Pascal Breving und Tim Mika Metz nur noch 3 Zehntel. Zum Vergleich, eine Runde vorher waren es 4 Zehntel. Wenn das so weitergeht, könnte es bald durchaus eng werden für Pascal Breving.
So, über die Hälfte der Renndistanz haben wir bereits hinter uns. Es sind noch 5 Minuten 45. Pascal Drewing hat seinen Vorsprung wieder ein bisschen ausgebaut, aber wir haben einen neuen Zweitplatzierten. Es ist Robert Kindervater, der Tim Mika Metz hinter sich lässt. Zumindest für den Moment, denn es kann sich auch wieder ändern. Sie sind auf jeden Fall nah genug beisammen. Ja, die KZ ist sozusagen die Königsklasse des Kartsports. Es gibt einige, die tatsächlich eine echte Karriere anstreben, die es einfach wollen, die schalten wollen, die kuppeln wollen, die vielleicht auch keinen Automobil- und Rundstreckensport oder so weiter leisten. Das ist eine gute Alternative hier im Kartsport, wenn man dort kuppelt. Das sind natürlich auch sehr, sehr schnell, also weit über 100 km/h. Das sind überhaupt gar kein Problem für diese Schaltkarts. Perla und Rauer, ja, fahren auch gerne auf Kontakt, schmusen ein bisschen miteinander auf 4 und 5. Die KZ kann übrigens jeder fahren ab 15 Jahren, die KZ Masters ab 30 Jahren. Ansonsten auch hier gilt es halt, dass man die nationale Karte zum Stufe C oder höher besitzt, wie eigentlich bei allen Kartklassen hier. Der Rotax Max bzw. der Rotax Max Challenge Clubsport, RMC Clubsport. 3,5 Minuten noch. Drewing, Kindervater und Metz. Soweit die Top 3. Vor Rauer auf der 4, Perla 5, Wirtz 6. Regera auf 7, Würnenberg 8 und Bayer auf Rang 9. So, positionstechnisch gibt es keine Veränderung, wenn wir auf die Strecke schauen. 3/10 Vorsprung für Drewing ist ein bisschen weniger geworden. Ein bisschen geschrumpft ist es schon. Jetzt sind sogar nur noch 2,5 Zehntel. Also es könnte durchaus sein, dass jetzt gleich hier der Angriff von Robert Kindervater folgt. Noch 1,5 Minuten gleich fortgesagt, ja. Ich sag mal so, der Abstand ist relativ gering genug, um gleich einen Angriff zu starten. Das wäre natürlich sensationell, wenn Robert Kindervater jetzt hier sogar den Sieg holen würde. Ich würde es ihm gönnen, er ist auch durchaus in der Lage. Der guter Kartfahrer, den man auch von vielen Kartrennserien kennt, also es ist ein bekannter Name, es ist kein Nobody. Und das Zeug dazu hätte er zumindest mal. Ja, ja. Eine Minute noch. Das wird natürlich jetzt nochmal
ein starkes Stück. Die letzten 2 Kilometer, würde ich jetzt mal so sagen. 2,5 Kilometer ungefähr noch, dann haben wir es geschafft. Und Pascal Greving auch, der natürlich alles daran setzt, jetzt seine Führung zu verteidigen gegen Robert Kindervater. Timmy Gamet ist, ich sag mal, was Wasser angeht, raus. Dritter Platz wäre aber natürlich durchaus zufriedenstellend für ihn. Wobei man sagen muss, dass er im ersten Wertungslauf einen Platz besser war. Aber man braucht jetzt ja auch nicht Senfkörner zählen quasi. Also wir gucken 12 Sekunden noch und dann wird das Schild rauskommen für Pascal Drewing. Und zwar Last Lap, letzte Runde. Jetzt gucken wir. Also das ist wirklich der Endspurt. Und es könnte natürlich sein, dass Kindervater lauert und noch gar nicht jetzt angreifen will, sondern wirklich im Überraschungsmoment kurz vor Schluss nutzen will. Also diese Kurve noch, dann haben wir die letzte Runde. Und dann sind es wirklich noch 1,2 Kilometer, die Pascal Drewing vom Sieg trennen, vom Sieg im Finale. Abstand ist sogar jetzt ein bisschen gewachsen auf 0,6 Sekunden. Das könnte entscheidend sein. Denn bis er sich da jetzt wieder rangearbeitet hat, Kindervater an Drewing, könnte es zu spät sein. Wir schauen. Die letzten Meter, die letzten Kurven hier bei der KC2 National im finalen Wertungslauf. So, die letzten Meter, die Kurve noch fertig und dann haben wir den Sieger hier und er schafft es tatsächlich und zwar mit knapp 13. Vorsprung. Also alles gut, Pascal Drewing gewinnt die KC2 im Finale hier in Wackersdorf und zwar bei der RMC Clubsport-Serie. Ganz, ganz neu ist das, ganz toll gemacht. Pascal Drewing gewinnt hier für Robert Kindervater und Timmy Gamet. Rauer wird Vierter, vor Perla 5, Wirtz wird Sechster, Regera 7, Wünnenberg 8 und Bayer landet auf dem 9. Platz. Pascal Drewing schiebt sein Kart die Boxengasse hinein, aber jetzt ist es ja auch egal. Er hat gewonnen und da kann er sich auf jeden Fall darüber freuen. So, das war's auf jeden Fall von uns heute, was die Rennen angeht. Wir werden noch mal gleich in die Boxengasse schauen. Da wird es dann noch das ein oder andere Gespräch geben. Und dann werden wir gucken, dass wir uns für die Siegerehrung vorbereiten. Wie gesagt, so um 17.30 Uhr bitte hier unten vor dem Lokal versammeln, vor dem Bistro oder wie auch immer. Und dann werden wir da unten dann alle Fahrer ehren, angefangen. Mit der Mikroklasse würde ich jetzt einfach mal sagen und den Minis danach, damit die dann als erstes auch gehen können. Die haben jetzt ja lang genug gewartet. Bitte Transponder abgeben und Lizenzen abholen. Das ganze Spiel wie immer. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns gleich zur Sieger.
Also, wenn ihr euer Zeug zusammenpackt, für alle zu Hause im Livestream, die sich reingeklickt haben, noch mal ein Gespräch mit Tim Mika Metz, und zwar geführt von Oliver.